Hallo und herzlich willkommen wieder bei Bude Sports. Hier ist Nils und Anna und heute zeigen wir euch den letzten Teil der Priesterbasis-Kata. Wenn ihr noch nicht die vorherigen Teile geschaut habt, dann macht es und ansonsten freuen wir uns über ein Like natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir starten direkt von vorne. Trainer Nils erklärt natürlich nebenbei. Okay, starten wir schnell erstmal. Okay, ab hier geht's weiter. Jetzt fangen wir praktisch mit dem fünften Abschnitt an. Meine Seite geht so einen kleinen Ausfallschritt zur Seite und danach einen Schritt nach hinten und blockt mit beiden Händen dann zur Seite. Vorwärtstritt zum Bauch. Genau. Dann gehen wir noch einen Schritt nach hinten, also Seite A, und Seite B macht einen Doppelstoß zum Körper. Genau. Wir wehren praktisch in die Richtung ab. So, jetzt geht Seite B zurück, wehrt mit den Händen ab. Seite A macht einen Vorwärtstritt. Genau. Gleich danach Doppelstoß, ohne dass wir noch einen Schritt nach vorne oder nach hinten gehen. Wir bleiben einfach so. Beide Fäuste ranziehen, gerade stehen, Hände vor den Bauch, beugen und zu Ende. Sehr gut, dann habt ihr es geschafft. Jetzt habt ihr praktisch die gesamte Basis für den weiß-gelben Gürtel geschafft und fangt dann praktisch nach eurer Prüfung mit dem zweiten Teil von dieser Priesterbasis an, die dann hoch zu gelb-grün geht und so. Genau. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist jetzt einfach das Programm für weiß-gelb. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.